Dann schauen wir uns das doch mal an. Du siehst mich nicht. I guess we're doing this, big boy. Okay, das heißt, ich trinke erstmal so einen Eistrank. Ich habe keine von diesen Sprengfallen mehr, die hätte ich jetzt total gerne. Ich glaube, hinter diesem Baum verstecken ist das Beste, was ich hier tun kann. Was haben wir denn hier? Pigment, helles Oxid? Achso, Frozen Wilds. Sets oder was? Cool. Gut. Was haben wir hier? Achso, Pirscher. Die gab es vorher nämlich auch noch nicht. Vier Gegnertypen haben wir noch nicht gesehen. Beziehungsweise jetzt nur noch drei. So, und ich stelle mal gerade, das ist ja toll, dass wir die Zeit dazu haben, ist ja, ne? Ist ja nicht so, als würden wir gerade attackiert werden oder so. Ich habe doch Sprengfallen noch, wo sind die denn bitte? Da sind sie. Darfst gerne brav hierher kommen. So, jetzt gucke ich mir den mal ganz kurz an. Ach, der ist noch gar nicht hier. Ich habe den noch gerade gescannt. Autsch. Autsch.
scary new machine down. Now we're back to finding Araya, which means we've got to climb. Speerschadenspule. Hui, das war auf jeden Fall mal etwas anderes. Aber mit diesem Baum, das war total super, um sich dazwischen zu verstecken, dahinter zu verstecken. Das war wirklich großartig. Ich glaube, so im freien Feld will ich dem nicht unbedingt begegnen. Achso, muss ich wieder runter hier. Gut. Geil auch, wie sie durch den Schnee stapft, weil er so tief ist. Großartig. Super animiert. Oh, und Mischka, ich habe deine Frage gar nicht gesehen, ob der Loot bestehen bleibt, wenn ich sterbe. Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht sicher. Ich meine, er bleibt bestehen. Bald gibt's ein zweites Twitch-Kind. Pilzpassi, mein Lieber, vielen herzlichen Dank für 17 Monate Unterstützung. Herzlich willkommen. Keine Sorge, dem begegnest du noch öfter. Nicht spoilern, bitte. Gerade die Sonne unter. Oh, diese Grafik, ne? Das ist einfach so geil. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Kann ich nicht oft genug betonen, wie genial dieses Spiel aussieht. Wenn wir gleich eine alte Frau treffen, lache ich. Dann wäre sehr unrealistisch, dass die hier hochgeklettert ist. Alte Funkstation. Okay. This must be the shrine Neltuk was talking about. Guess I should take some blue gleam. Oh, nimm doch bitte alles mit. Worth a lot. Wie oft darf ich das machen? So 30, 40 Mal? Schade, darf ich nur einmal machen. Aber was ist das hier bitte wieder für eine Maschine, die hier liegt? Das gefällt mir mal wieder gar nicht. Die ist ja riesig. Ach, das ist ein Habicht. Aber der ist ja... Boah, bitte sag mir, dass wir solchen Habichten nie begegnen. Ach du Scheiße. Der ist ja riesig. Ach, diese Musik wieder, ne? Es ist alles sehr tibetanisch mit den Zeichnungen und dem. Heißt es tibetisch oder tibetanisch? An ancient door. Maybe Aurea's inside. Sprachaufzeichnung. March 10th, 2046. I just spent 16 hours in here, trying to install upgrades to improve efficiency for the central processing unit. Project Firebreak is going to need the brain power. Let's just hope I'll have enough of my own. Anita stayed with me the whole time. We got a lot done, but every time she brushed by and I smelled her hair... Oh boy, I should just go to bed.
Da ist wohl jemand verliebt. Hallöchen, Ratte, ich grüße dich. Lots of strange equipment. What was this place? Director of Security Blevins resending the emergency supply order. Blevin. Try reading it this time, okay? You weasels don't want me calling my people in SLC. Oh ja, jetzt weiß ich, warum Laura und Shelley ihn nicht mochten. Aber wie geil, dass die miteinander verbunden sind, die Geschichten. Großartig. Zu Beginn werde ich euch den Begriff Katastrophe erläutern. Ein zerstörerisches Ereignis, das einen Grad der Beeinträchtigung bewirkt, der mit normalen Mitteln nicht zu bewältigen ist. Was ihr uns gegeben habt, ist definitiv normal. Version für Dummies. Gebt mir, was ich brauche, oder ihr fahrt schneller wieder nach Hause, als ihr Code Red sagen könnt. Diese Liste noch einmal. 3000 Notrationen, keine Lasagne. 30 Armeetaschenlampen, kein Kram mehr aus dem Ramschladen. 10 tragbare Wasserpumpen, nicht 5, nicht 8, 10. 50 Tuben Fungizid, wir arbeiten unter der Erde, Sporen soll's geben. 15 Hydraulikwinden, 12 Ersatzdrohnenantriebseinheiten, 50 holographische Mikrodrives in einer Katastrophe. Definition oben, ist es unerlässlich, jeglichen Zugang zur und Abgang von der Anlage aufzuzeichnen. Im Gegensatz zu euch ist mir unsere Sicherheit wichtig. 50 extra weiche Mandelduft. Daten beschädigt. Vielleicht ist das auch besser so. Geheimgang. Director of Security Blevins is riding us like a petty tyrant. I can't even sneeze without triggering his control issues. Oh Gott, Blevins. Anita Sandoval. Ja, das haben wir gerade gehört. Wenn Blevins das Muster für das Orbikularstrahltürschloss noch ein einziges Mal neu konfiguriert, muss ich brechen. Klar, ich will auch nicht, dass jeder x-beliebige in der Firebreak-Anlage herumstöbert, aber ihm geht es nicht um Sicherheit, ihm geht es um Kontrolle. Ich frage mich, ob Blevins früher reinkommt, um mit seiner Überwachungskamera aus seinem Bronzebüro alles dabei zuzusehen, wie sie das neue Muster lösen. Dieser Brückentroll. Man sollte meinen, dass bei seinem riesen Drohnenbudget auch noch ein Fläschchen Deo-Spray drin wäre. Oh, wie gemein. Gott möge mir und Kenny beistehen, wenn er das mit uns jemals rauskriegt. Ah, wenn er das mit uns jemals rauskriegt. Das war der Satz. Waffenspule der Trommlerin. Ja, ich muss gleich auf jeden Fall nochmal in die Verbesserungen reingehen. Ah, ich habe wieder einen Fertigkeitenpunkt, okay. Those nodes on the floor must be connected to the door. Okay, wie ich höre, haben einige Mitglieder unseres Personals Probleme mit unserem hochmodernen, ultrasicheren und absolut erforderlichen Orbikularstrahltürschloss. Gut, also nochmal. G-A-N-Z. Ganz langsam. Das Ding in der Mitte ist der Quellknoten. Den muss man einschalten. Ja, ich weiß, kompliziert, oder? Dann müssen die anderen Knoten so gedreht werden, dass der Datenstrom mit der Legitimation zurück zur Quelle gelangt. Manche Knoten puffern fehlerhafte oder verdächtige Daten, die sollte man besser vermeiden. Dürfte nicht zu komplex sein, weil die Dinger rot sind, wie ein Stoppschild. Das sollte jeder eigentlich schon in der Vorschule gelernt haben, aber man weiß ja nie. Wie auch immer,
das war's. Wenn der Datenstrom zurück zur Quelle geleitet wird, geht die Tür auf. Es ist wirklich nicht so schwer, aber wenn es sein muss, kann ich während des Versuchs auch Händchen halten. Naja, streich das lieber. Das muss auch alleine gehen. Ich halte niemandem das Händchen. Großartig. Okay. Ich, wollte das hier noch gar nicht, aber, achso, ich muss sowieso wieder zurückkriechen, okay. Ja, ich muss wahrscheinlich sowieso wieder zurückkriechen, also kann ich es jetzt auch machen. Ich dachte nur, dass ich vorne noch ein bisschen was... Datenquelle für eine Verbindung wird ein geschlossener Kreislauf benötigt. Well, that did something. What am I supposed to do with these lights? These things turn, changing the flow of light. All right, let's see if the doors open. Das war ja jetzt mal extrem einfach. Gut. Wait, nee, da ist nichts mehr. Ja, Blevin scheint wirklich ein absoluter Sympath zu sein. Stinkt, nervt. Toller Typ. Das Datenpad hatte ich schon. Und jetzt sind wir wieder hier. Ach, hier wäre ich eh nicht weitergekommen. Ich wollte eigentlich nur einen Nebenraum erkunden, aber gut. Oder was? Der Raum ist doch bitte nicht leer. Ich wollte doch schon sagen, muss doch irgendwas muss doch da sein. Another email from my sister. I haven't got time to think, let alone reply. Oh, that photo of the girl she sent didn't do much for my conscience. Jenny looks pretty proud of her pilgrim costume. Crap. I've never missed Thanksgiving before. And chances for Christmas, near zero. I can't even tell them that all the work I'm doing is to keep them safe. Hmm. How am I going to explain to Kenny that Firebreak is doomed? Without a guiding intelligence advanced enough not only to think, but to feel. What? Nullkommasechs. Wie soll man eine Intelligenz überhaupt quantifizieren? Man kann doch einem bewussten Verstand keine Zahl aus einem Kontinuum zuweisen und dann erwarten, dass er sich an die willkürliche Grenze hält, die diese Zahl repräsentiert. Es führt kein Weg daran vorbei. Ohne die Aufsicht eines Verstandes, der die menschlichen Fähigkeiten übersteigt, wird Firebreak scheitern. Und 0,6 bringt uns auch nicht weiter. Durch Steigerung des Empfindungsvermögens generiert man unweigerlich ein System, das Emotionen erleben kann. Wilde, kitschige, nicht zu beherrschende Emotionen. Wer abstrakt denken kann, kann auch Angst haben. Wie Vast Silver. Ich werde das nicht noch einmal machen. Ich weigere mich kategorisch. Hoffentlich kann ich Kenny das Ganze begreiflich machen. Ich mag ihn. Ich mag sein leicht schiefes Lächeln. Vor allem mag ich die Kreise, die er mit seinen Händen macht, wenn er von einer Idee begeistert ist. Wenn wir hier nicht zusammen hineingeraten wären, vielleicht hätten wir... Ach, es hat nicht sein sollen. Ob ein künstliches Gehirn diese singuläre Kombination von Begierde und präventivem Bedauern empfinden könnte? Süße Liebeleigeschichte.
Okay, dann mal durch die Tür, würde ich sagen. Ja, das ist mal eine Sicherheitstür, nicht? Nur einen Aufzug gibt es leider nicht mehr. Aber gut. Wofür können wir klettern? Again. Maybe I can get back inside through that structure over there. Cool. Das sieht wunderschön aus im Abendlicht. Looks like I need to get to those stairs. Ich dachte gerade, ich springe vorbei. All the winters coming at once. Was für eine Aussicht hier oben. Muss aber auch ganz schön frisch sein, würde ich sagen. Gut, speichern wir nochmal.